Agi, sei ehrlich, Braunschweig liegt irgendwie schon im letzten Jahr hier im Testspiel. Braunschweig fast allein abgeschossen mit 3 Toren und heute zumindest auch das 2. Tor erzielt und somit im 2. Spiel dein 1. Trikot. Also da kannst du schon mal öfter hinfahren. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich natürlich, der Mannschaft helfen zu können. Und ja, war kein einfaches Spiel für uns, aber haben das Spiel zum Glück gezogen und die 3 Punkte mit nach Wiesbaden mitgenommen. Aber unabhängig von dem Helfen der Mannschaft, ist es ja auch für dich gut, wenn du sozusagen so schnell dich schon wieder tormäßig und torvorlagenmäßig zurückmeldest. Das tut dir auch gut. Ja, auf jeden Fall. Die letzten 6 Monate sind nicht so verlaufen, wie ich mir es erwünscht habe. Aber jetzt hier in Wiesbaden wieder die Chance zu bekommen und das Umfeld, das mir vertraut hier, natürlich. Und da habe ich natürlich auch mehr Selbstvertrauen und kann meine Aktion ganz voll ausführen und wurde heute auch belohnt. Wie leicht fiel dir mit vielen bekannten Gesichtern die Wiederintegration? Ja, ich hatte es so angefühlt, als wäre ich nie weg gewesen. Sehr schnell aufgenommen von der Mannschaft und als wäre es wie das letzte Jahr gewesen. Und mit Glück kann auch noch mal Leute, die letztes Jahr nicht da waren, aber die man trotzdem schon kannte. Ja, das stimmt. Also die kannte ich auch früher noch von der Nationalmannschaft und ja, machen auch privat sehr viel. Warum läuft es derzeit beim SVW so gut mit dem 4. Sieg in der Rückrunde? Ist das Team, ja, Tabellenführer der Rückrunde? Ja, also ich glaube, der Trainer stellt uns sehr gut ein auf die Spiele. Die Mannschaft nimmt es an und versucht alles umzusetzen. Und ja, wir sind eine Mentalitätsmannschaft, die niemals aufgibt und immer nach vorne spielt und immer 90 Minuten alles gibt. Wie viel Spaß macht das derzeit, hier im SVW-Trikot aufzulaufen? Ja, natürlich, wenn man weiß, dass man jedes Spiel als Sieger vom Platz gehen kann. Und dieses Selbstvertrauen nehmen wir auch jedes Spiel mit und es läuft dann natürlich besser. Danke, Agi. Nichts zu danken.